Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush4Defig89 zurück bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Wer ein Kind kämpfe ich gut, hat mir mal jemand gesagt. So? Wer hat denn dir das gesagt, hä? Ja! Es geht weiter auf der Route 12. Ich glaube, das war jetzt Route 12, wo wir sind. Wir werden noch ein paar Trainer bashen und dann geht es endlich zum Kraftwerk und auch auf den Weg zu unseren ersten Legi. Gibt da noch einiges zu tun, bevor wir uns zur Zinnoberinsel und zur siebten Arena begeben können. Naja, ich habe jetzt leider keine Flugattacke dementsprechend drauf, weil ich weiß ja nicht, kann Garados eigentlich Sprungfeder lernen? Ich glaube mal nicht, ne? Ob es die Attacke überhaupt auch gibt, ist die Frage. Weil schön wär's. Moment, Ultrigaria war's, ne? Ja. Ich meine, es ist auch von Typ Flug und es kann kaum Flugattacken lernen. Vor allem den ersten Gens bis hin zu Gen, wo Sprungfeder eingeführt worden ist, konnte es keine andere Flugattacke lernen, oder? Gab's da mal was? Ich glaube, Aeroas konnte es lernen, ne? Aeroas. Wenn mich nicht alles täuscht. Och nö, jetzt lass das doch gut. Jetzt lass doch gut sein, Mann. Muss das sein? Relaxo ist eh schon langsam genug. Da musst du nicht auch nur diesen Scheiß machen. Come on, Relaxo. Na also. Auch wenn du praktisch nur springst, anstatt deine Faust schwingst. Ich weiß nicht, irgendwie... Das muss ich schon an dem Spiel kritisieren. Die Animationen sind wirklich... mehr als unrealistisch in gewisser Weise. Da hätten sie mehr machen müssen. Ich hoffe, beim nächsten Let's Go-Spiel wird das der Fall sein. Und vor allem auch erst recht in der nächsten Gen. Oh, ich hab verloren. Das muss ich ja auch kritisieren. Ich meine, an sich stört das jetzt nicht wirklich am... macht das jetzt nicht wirklich was am Spielspaß. Also, ändert das jetzt nicht wirklich was am Spielspaß, würde ich sagen. Aber da muss man schon ein bisschen... sagen, dass das für ein Spiel aus 2018 nicht gerade gut dargestellt wird. Ich werde weiter fleißig üben, damit ich mein guter Trainer werde. Ich habe meinen Pokémon einen Flottbonbon gegeben. Ja, damit ist es jetzt etwas schneller. Ich meine, klar, diese Bonbons ersetzen wirklich schon fast die Kronkorken oder generell alles, was EV-Werte erhöht, oder wie es so schön heißt. Und ja, klar, mir war mit Garados bewusst, dass ich hätte gegen Pummeluff auch Eisenschweife einsetzen sollen, was mehr, was effektiver wäre. Daran habe ich jetzt nicht wirklich so gedacht. Ich meine, klar, mein Team steht jetzt zwar fest, aber je mehr ich jetzt mit den anderen kämpfe, desto unsicherer werde ich, ob ich nicht vielleicht auch noch auf andere, Teammitglieder greifen möchte. Ich meine, klar, man kann hier rumexperimentieren, wie man möchte. Vor dem... Die Auswahl ist ja jetzt auch nicht so groß, da hier nur Pokémon der ersten Gen existieren. Was natürlich komisch ist, weil man hat das eh schon öfters erwähnt, dass schließlich gibt es ja auch Alola-Formen. Bestimmt auch von Sandama, also von Sandan und Sandama. Weil, ist ja auch cool, dass Sandan tatsächlich dann einen Eistypen bekommt, anstatt eines Bodentypen. Aber ich meine, woher kam diese Inspiration, dass ein, Sandan oder Sandama jetzt Eistyp ist, vor allem in einem tropischen Gebiet. Genauso wie Vulpix. Gibt es da auch so eine asiatische Kultur darum? Herr Flex, ich bin einfach nicht in Fahrt gekommen. Das müssen wir mir in den Comics posten. Es muss ja alles irgendwie einen Grund haben. Weil Pokémon an sich sind ja schon die meisten nicht nur Anspielungen an Naturereignisse oder tote Gegenstände. Manchmal sogar, sondern auch meistens an japanische Mythologie angehaucht. Wie zum Beispiel auch Vulpix oder Voluna. Mit Baubons kannst du unter anderem die Initiative deiner Pokémon erhöhen. Japan, habe ich japanisch gesagt? Natürlich asiatische Kulturen, weil... Es genießt die warmen Sonnenstrahlen. Klar, ein Feuer-Pokémon...
Da ist es wohl klar wie, da ist es ja klar wie Kloßbrühe, dass du die warmen Sonnenstrahlen genießt, wie sonst was. Wollte gerade sagen, hat sich das Porrettert hat sich in das Krabi hier hineingeglitscht, weil es macht genau dieselbe Bewegung, ist in die genau dieselben Richtung gegangen wie also das Porrettert in das Krabi hineingeglitscht, weil es genau dieselben Richtung geht wie das Krabi. So, jetzt habe ich es aber richtig. So, Trainer-Coach-Zeit! Mal sehen, was die für Pokémon hat. Wenn man auf einer Brücke trainiert, auf der an die frische Meeresbrise um die Nase weht, steigert das die Wirkung des Trainings ungemein. Bist du bereit, gecoacht zu werden? Jupp! Dann auf den Pokémon-Kampf! Und ich dachte schon, du wolltest mich auf eine andere Art und Weise coachen, schon allein mit deinem Aussehen, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, lass mal das lieber, bevor ich noch viel zu Kinder, zu jugendunfreundlich werde hier. Das wollen wir ja nicht. Durch mein Fluchen alleine bin ich, also teilweise Fluchen allein bin ich das schon ein wenig. So ein Smetbo. Oh Mann! Schlafpuder! Schlafpuder, das kann ich jetzt gerade nicht brauchen! Wach auf! Come on! Warte, was hat das eingesetzt? Ich hab jetzt richtig aufgepasst. Eine Feenattacke, ne? Come on, wach auf. Noch bitte. Du musst doch zumindest eine gute Beziehung aufgebaut haben. Traumfresser, das wird es sein. What? Ach du Scheiße. Na schön. Ich weiß, ich könnte dem Pokémon einen Buff geben, aber das lasse ich jetzt mal lieber sein. Na schön, come on, Relaxo. Bist du sowieso schon verschlafen? Da macht's doch keinen Unterschied, ne? So. Und jetzt Feuerschlag und beende es endlich. Oh Mann! Ich hätte bloß nichts sagen dürfen. Boah, da benötige ich doch wirklich Schlafrede oder so. Aber leider habe ich die Attacken gerade nicht zur Verfügung. Warte, was? Was hat es eingesetzt? Oh, danke schön, jetzt bist du endlich mal aufgewacht. Und endlich ist das Smetbo down. Mann, ein Smetbo kann so abnerven. Das hätte ich nicht gedacht. Pixie. Kommt noch ein Feen-Pokémon hinzu. Ja, da ist Dragonair natürlich praktisch ungeeignet. Gyarados besitzt die einzige effektive. Ach so, Blödsinn, Satzenia ist auch noch da. Dich habe ich ja auch noch gar nicht verwendet, weil dich habe ich ja extra jetzt ins Team genommen. Ich meine, ein Giflor wäre mir eigentlich lieber, aber. Was soll man schon machen, wenn du editionsexklusiv bist hier, mein Freund? Also komm! Zeig dir von deiner giftigen Seite. Blablabla. Oh, da hab ich auch gar nicht das Toxin nötig gehabt. Oh Gott, du. Hey. Entspann dich. Alter. Wie es immer gleich mit Schlafattacken kommen muss. Also wie sie immer mit Schlafattacken kommen muss. Okay, sagen, Schlafbruder. Oh yeah! Gyarados Level Up. Ich bin ganz hin und weg. Was für ein Kampf. In was für einer Atmosphäre. Hier ein kleines Dankeschön. Ah! Mit dem 50 kannst du ein Pokémon die Attacke Traumwasser beibringen. So funktioniert bei schlafenden Gegnern aber wirklich sensationell. Das ist sie, allerdings. Aber. Leider Gottes, ups, hätte ich jetzt. Hohohoho. Du bist sogar noch niedlich, wenn du voller Kampfgeist steckst, aber so ist von. Da kriegt man zu viel Diabetes-Alarm. Ja, merkt es, ich liebe niedliches Zeugs.
So bin ich nun mal. Ja, verurteilt mich halt danach. Nennt mich halt schwul deswegen. Ist mir doch scheißegal. Ja, weil ich habe eh schon einen Kommentar bekommen, wo jemand geschrieben hat, du klingst wie eine Schwuchtel. Ja, du mich auch, ne? Als ob Stimme alleine... Also, woher will man wissen, dass man wie eine Schwuchtel klingt, ne? Das hat nichts mit, Das hat nichts, damit zu tun. Also, es hat nichts mit, Geschlecht... Mit dem Interesse an bestimmten Geschlechtern zu tun, ne? Also mit der, sexuellen Einstellung. Ja, so war es. Sexuellen Einstellung. Das hat wirklich rein gar nichts damit zu tun. Mich einfach immer an den Trainer da vorbeikommen. Ich glaub's nicht. Oh ja, den hätte ich jetzt bei einem Trainercoach brauchen können. Ich suche einen Mundstein. Hast du zufällig einen dabei? Nee, ich habe sie schon alle verwendet. Sorry. Musst du halt zum Mondberg. Dort gibt es ein... Dort gibt es immer wieder welche. Vielleicht findest du sie auch random irgendwo in anderen Stellen. Man weiß nie. Ich hätte ja gedacht, dass er jetzt ein Nidorina und ein Nidorino verwendet, aber stattdessen wird es jetzt sowohl Nidoran als auch, also Nidoran männlich als auch Nidorino sein, ne? Wahrscheinlich. Yep. Ich meine, Nidoking an sich und Nidoqueen sind auch wirklich coole Pokémon. Ich meine, vor dem in Feuerrot und Blattgrün habe ich sie auch gerne mal privat gezockt, weil sie selbst in ihrer Entwicklung ganz schön heftige Tacken lernen können, wie zum Beispiel Gigastoß war das, oder? Und sogar Wilender, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, so war das. Aber ich wollte doch nur einen Mondstein! Ja, dann such ihn halt, ne? Mit einem Mondstein hätte ich eins meinen Pokémon entwickeln können. Dann hätte ich vielleicht auch gewonnen. Nee, dann hättest du bestimmt auch verloren, mein Freund. Glaub mir, ich habe sogar Nidoqueen besiegt, das einen höheren Level hatte. Und hier wieder so ein Elektromusiker. Mein Spezialgebiet ist Elektrizität, da kenne ich mich mit Pokémon aus dem Meer nicht aus. Ja, aber gegen die hast du auch in den meisten Fällen einen Vorteil. In den meisten Fällen auch deswegen, weil es auch einige Boden-Pokémon unter den Wasser-Pokémon gibt. Leider Gottes zählt Garados nicht zu diesen Pokémon, deswegen rauswechseln. Ich habe überhaupt keine Bodenattacke drauf, ne? Weil Relaxo könnte ja auch Erdbeben lernen, wenn mich das täuscht. Ich habe es ihm leider nicht beigebracht. Was ist nur falsch bei mir? Na egal. Probieren wir es einfach. Komm schon raus, mein Großer. Und jetzt zeig's ihm. Mit einer Kopfnuss. Body Slam wäre natürlich besser, aber wann ist die Attacke gelernt? Man weiß nicht. Egal. Voll dem, die Animation würde besser dazu passen. Stromkreis unterbrochen. Rein theoretisch sollten Elektro-Attacken heftig gegen Wasser-Pokémon sein. Wasser leitet immer in Elektrizität. Ja, aber kein Wasser, das auch einen Bodentypen beinhaltet. Oh, habe ich einen Wasserstein gerade aufgenommen? Okay. Och nö, noch so ein Pokémaniac. Und sag mir jetzt bitte, dass man in diesem Haus jetzt mal einen Angler vorfindet. Ich meine, come on. Aber erstmal ist hier der Maniac. Oh. Seien der Fangserien etwas? Wenn man mehrere Pokémon des im Art im Feuer verhindert, erhöht sich die Chance darauf, einen starken Exemplar zu begegnen. Okay. Das ergibt Sinn. Ich muss also die Fangserie immer weiter erhöhen. So, was ist jetzt? Ist da jetzt ein Angler oder. Was bist denn du für einer? Ich bin ein Tier, aber bin ich eigentlich? Ach, sag mir nicht, dass es der Attackenverlerner ist! Verflixt du nicht, ich komme einfach nicht bei ihnen an!
Oh! Hallöchen! Weißt du etwa, wer ich bin? Der Attackenverlerner. Mr. Zauber. Oder keine Ahnung. Wer soll ich sein? Der Attackenverlerner? Meinst du wirklich? Das hat mir nicht überhaupt nichts. Was? Was? Mr. Zauber? Hm? Sagst du Mr. Zauber? Das klingt wie ein bisschen nur unterstrich, das muss mein Name sein. Bin ganz sicher, ich bin Mr. Zauber. Vielen Dank, dass du mein Gedicht dafür Sprung geholfen hast, dir neben das. Das ist aber... Das ist doch nicht mein Attackenverlerner hier! Ich meine, klar, der wird nicht benötigt, weil es gibt gar keine VM-Attacken mehr. Man kann alles ersetzen, was man will. Aber... What? Das ist lustig. Dafür bekommt man also Zauberschein, eine schön starke Feenattacke. Ich meine, Mondgewalt wäre mir noch lieber, aber das nehme ich auch immer gerne. Mit Hilfe Team 32 kannst du Punkte der Attacke Zauberschein beibringen. Ihr kannst solche Attacken von Typ 4 extrem selten. Ich meine, klar, weil den Typen 4 gibt es ja auch erst seit der 6. Gen. Ist der bislang aktuellste Typ überhaupt. Da frage ich mich gerade, ob man in Gen 8 auch noch einen weiteren Typen einführen könnte. Obwohl, wenn man schon, 1, 2, 3 Gens lang gewartet hat, bis erst mal eine neue Typen einführt nach der 2. Gen. Weil, ich meine, come on. Direkt nach der ersten wurde gleich ein neuer Typ eingeführt. Also wurden gleich neue Typen eingeführt, sagen wir es mal so. So stimmt's ja auch eher. Und erst dann ab Gen 6 kam dann der Feentyp hinzu, um den Drachen endgültig zu nerfen. Natürlich kann es niemand erlernen. Vor dem mächtigen Lichts, ab der den Zielschaden zufügt. Nicht mal Dragoni, ist echt schade. Ich meine, auch wenn es ein Drachen-Pokémon ist, ich glaube, dass es schon Drachen-Pokémon gibt, die Feenattacken können. So, ich glaube, das ist der letzte Trainer. Danach hatten wir ja schon alle einfach diese Route besiegt. Dann könnten wir endlich uns zum Kraftwerk begeben. Man weiß nie, was das nächste Fangen sein wird, wenn man seine Angel nicht ins Wasser wirft. Mhm, das ist so klar wie Klosbrühe. Fred. Na schön. Wasser gegen Wasser. Ich vermisse immer noch die Animation, wie ein Pokémon von seinem Bedroher abgeschwächt wird. Jedes Mal, wenn es in den Kampf reinkommt, aber klar, es gibt ja nicht mehr die Fähigkeiten, also in Let's Go gibt es ja keine Fähigkeiten dieses Mal. Ist schade, aber ja, was soll's. Kann nichts machen. Nicht schlecht, aber nicht gut genug. Okay, Drachenroute. Oh, diesmal bist du schneller, was soll das? Lass das sein! Bam! Und jetzt nochmal Knirscher und dann war's das. Nom nom! Krebse sind ja ziemlich schmackhaft. Ich hab verloren, Mann! Ich zähle meine Kapador aus dem Wasser, die sind mir einfach zu schwach. Ja, ich frag mich echt, wo ist die Angel? Ich will ja nicht mal angeln! Es gibt hier keine Angel, oder was? Weil hier war auch ein Angler in dem Haus. Ich meine, klar, Zauberschein zu bekommen ist auch cool an sich, aber trotzdem, das finde ich schon super schade. Ist auch schade, wenn man nicht... Oh. Eine Angel hat. Naja. Gut, das setzt es auch leichter durch. So, jetzt fangen wir mal von hier an Carpador, weil das haben wir ja nur bislang. Es haben wir ja vorher nur gekauft. Ey, was zum. Das Carpador befreit sich? Na komm. Achso, ich muss erstmal ziehen. Oh, das war ein bisschen schwach. Ja, was ist denn los? Schnapp dir doch endlich das scheiß Carpador! Na also!
Come on, ein Carpador! Ein Was? Hey! Grün? Es ist nicht rot, es ist grün gerade, ne? Sagt dir die Farbe was? Mein lieber Herr Hyperball? Ein Carpador macht mir so viel Ärger beim Fang. Das muss man sich erstmal geben. Ist aber deutlich größer als das andere, was ich hatte. Oh, aber jetzt kommt ein Tetachon, sogar ein riesiges. Das muss ich auch noch kriegen. Komm her. Ausgehendet ein Haus, muss ich verstecken, aber hatte nichts gebraucht. Ein riesiges Tentacher. Ja, toll, das schwingt auch hin und her. So, perfekter Zeitpunkt. Hoffen wir auch, dass es reicht. Yes! Ein riesen Tentacher gleich zu Beginn. Nice! Oh ja, relax, level up. Tentacher, das Quallen-Pokémon. Findet man ein schwaches, ausgetrocknetes Tentacher am Strand und bringt es ins Wasser zurück, so wird es wieder topfit. Hm. Genauso wie man das bei den Walen macht. Wenn sie gestrandet sind, muss man sie wieder ins Wasser bringen. Und da kommt jetzt auch noch ein Riesententoxer. Ja, Prost Mahlzeit, das wäre ein Zufall. Ja, das schwingt auch hin und her. Come on, da ist es doch schwer zu zielen. Ich sag's dir. Ja, ist klar, warum ziehe ich da drüber? Warum muss ich da drüber zielen? Mein Mikrofon ist mir im Weg. Na, come on. Ah, perfekt. Passt. Tentoxa. Sehr schön. Tentoxa, das Quallen-Pokémon, die weiterentwickelte Form von Tentacher. Beute umwickelt es mit seinen 80 Tentakeln, die es nach Belieben ausfahren oder einziehen kann. Danach schwächt es sie mit Gift. Wie manche Pokédex-Einträge auch wirklich ganz schön hardcore sind. Muss man sich auch erstmal geben. Aber warte mal, wenn man... Ich habe ja einen Garados. So bin ich das, wenn ich es jetzt aus dem Pokéball hole. Oh, geil! Ah, wow! Oh, Mann! Auf den Kopf eines Garados, wie geil ist das denn? Und da schwimmt noch ein Tentox herum. Boah, die sind ganz schön häufig hier. Noch ein Riesenvieh. Wie war das doch, dass sich die Chance bei einer hohen Fangserie erhöht? Scheint so, als erhöht sie sich auch bei einer niedrigen Fangserie oder wie oder was. Ich meine, come on. Also ich weiß nicht, wie manchmal das hier geregelt ist mit dem Zufallsprinzip. Oder ich habe einfach nur ein verdammtes Glück. Schätze mal, das trifft schon eher zu. Kreuzschere! Ah, eine schöne Käferattacke. Eine schöne physische. Ja. Wir werden hier mit richtig geilen Attacken zugedeckt. Moment, ist das ein Sepa? Wir haben hier noch nie eins gefangen. Also so gefangen. Ich habe das ja schon im Pokepark mal gefangen. Ey, was soll das? Also in Go Park. Aber noch nie so eins. Nice. Okay, dann haben wir einen Sepa. Und da schwimmt noch eins rum. Hey, ob es auch Seemon gibt? Ne, aber dann kommt der
kommt noch ein Carpador raus. Oh, da ist ein Seemon. Oh, das wäre gerade in der Schüssel schön in der Mitte gewesen. Wäre der Ring noch etwas größer gewesen, dann... Ja, was soll's. Na gut. Muss ich jetzt die Gelegenheit nutzen, dass es ja so stehen bleibt? Ach, come on. Oh! Was für ein Zufall! Na also! Erwischt! Ein Seemon! Ob es auch Goldin und Goldking gibt? Würde ich auch zu gerne wissen. So, Dragon Level 46, nicht mehr viel und es wird dann ein wundervolles Dragoran. Seemon, das Drachen-Pokémon, die weiterentwickelte Form von Sepa. Eine Berührung, seine Rückenflosse betäubt. Es klammert sich mit dem Schwanz an Korallen fest, um sich im Schlaf vor Strömung zu schützen. Ist auch noch ein größeres Exemplar. Obwohl es ja kein normales eigentlich ist. Ist gut, dass sie auch in verschiedenen Größen hier auftauchen. Das finde ich auch wirklich gut umgesetzt, weil es auch irgendwie realistischer dadurch aussieht. Gut, aber jetzt lasse ich das mal sein. Wir haben genug Pokémon gefangen im Wasser. Wir wollen uns ja noch zum Kraftwerk begeben oder zumindest in die Nähe des Kraftwerks. So, gibt es noch irgendwo Items hier bei dieser Wasserstelle? Ich glaube nicht, ne? Aber es ist cool, dass wir von Garados surfen können. Sonst war es ja immer klischeehaft ein Lapras, aber niemals ein Garados. Das finde ich cool gemacht. Weil wirklich, dieses Feature sollte auch wirklich weiterhin verwendet werden, dass man auf Pokémon reitet. Egal, ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft. Da werde ich gerade davon reden. Ich hoffe, es gibt auch wieder diese... Es gibt auch so eigene Luftreisen. Das wäre schon cool. Weil ich meine, es gibt ja schon diese Luft... Gab ja schon der 6. Gen diese Luftkämpfe. Da wäre es doch wirklich cool zu erfahren, ob man dann auch in der Luft sich irgendwo durchbewegen kann. Weil wir konnten schon unter Wasser, auf dem Wasser und im Lande. Also und am Lande uns durchbewegen. Weil, aber wir hatten noch nie solche... richtigen Flugpassagen, wo es manche Routen nur durch die Luft, wie soll ich sagen, wo man so manchen Routen nur... Was ist denn los? Was ist denn mit dir los, Kleiner? Warum ist es so skeptisch? Magst du die Idee etwa nicht, die ich habe? Ups. Willst du noch weiter im Bauch gestreichelt werden? Ist auch so flauschig hier. Dafür füttere ich dich auch mal. Ja. Na komm. Nimm es. So. Ah, ich wollte eigentlich die geheime Technik mehr einsetzen. Oh! Eine Glanzkugel. Eine Kugel Schlamm, die so lange Zeit poliert wurde, dass ihre Oberfläche nun leuchtend glänzt. Dankeschön. Na, aber was ich sagen wollte. Ja, mit Fliegen konnte man ja, oder jetzt aktuell mit Himmelsschritt oder was auch immer. Schade, dass man aber nicht zum Pokémon Center vom Felstunnel fliegen kann. Das nicht geht, das wundert mich schon. Oder. Dafür. Dafür müssen wir nicht so weit gehen. Ach nein, mein Team ist ja schon geheilt, ne? Ja. Dann brauche ich es gerade nicht. Also was ich wirklich sagen wollte, dass man wirklich so Flugrouten kreieren könnte, dass man wirklich andere Städte nur über den Luftraum erreichen kann. Dass manche, sagen wir es mal so, dass es manche Wohnorte gibt, die es hoch oben am Himmel gibt, weil ich meine,
Mit genug Fantasie? Gibt's ja so manche Orte, wo manche Menschen nur im Himmel leben können. Also manche Menschen am Himmel leben. Ich meine, gut möglich, dass man da sogar eine Stadt daraus bauen könnte, aber vielleicht wäre das auch ein bisschen zu fantasievoll, ich weiß ja gerade nicht. Ich meine, bei Pokémon ist ja alles möglich. Unlogische Dinge vor alledem. Aber, ja, was meint ihr? Wie würdet ihr das umsetzen wollen? Wenn es jetzt wirklich so richtige Flugrouten gibt? Vor allem für die 8. Gen? Es ist halt nur so eine Idee, weil man weiß ja nie, ob sich das umsetzen wird und... Selbst wenn man das jetzt schon Game Freak vorschlagen könnte, ich glaube, die haben bereits schon andere Ideen und haben bereits schon das Skript längst fertiggestellt für das nächste Pokémon-Spiel. Da glaube ich also... Oh, was? Ein Dratini hier? Noch dazu ein riesiges! Wo gibt's hier ein Dratini? What the hell? Komm her, du Kleiner! Ein Dratini hier! What the hell? Ein verflixtes Dratini kann man hier in diesen Gewässern fangen! Oh Mann! Also wenn man nach Dratini ausschaut, halt, sollte man hier suchen. So, okay, ab der Stelle beginnt dann schon mal das Kraftwerk. Aber vorher gibt es noch diesen einen Trainer hier zu bashen, diesen Pokémaniac. Ist das extra hier gekommen? Heißt das, du bist auch ein Maniac? Möchtest du mal meine Sammlung sehen? Nein, danke! Keine Lust! Weil wer weiß, woraus deine Sammlung sonst noch besteht. Schon alleine, wie du aussiehst. Da möchte ich wirklich erst recht darauf verzichten. Weißt? Wie gesagt, eure Meinung zu den ganzen, wie ihr dazu steht, würde mich gern mal interessieren. Zu erfahren, was ihr dazu sagt. Ein Schlurp. Nee, da bleibe ich drin. Come on. Das schafft Garados auch. Selbst wenn es leveltechnisch ein Nachteil ist, deine widerliche Zunge wird uns hier nicht so wird jetzt nicht beeindrucken können. Ja, ich sag's ja. Garados ist absolut OP. Auf nimmer Wiedersehen. Oh yeah. Oh man, plus 4 auf Angriff. Nice one. Oh, Schlitze. No thank you, no thank you. Danke, aber nein, danke. Was gewonnen? Naja, macht nichts. Was habe ich noch seltenere Pokémon? Nein, Schlupp habe ich ja selber auch nicht, aber Rehorn findet man schon in regelrecht im Felstunnel. Donnerstein. Na schön, liebe Leute, wir sind endlich beim Kraftwerk angelangt. Um den nächsten Part wird es dort weitergehen. Aber vorher gucken wir mal hier. Hä? Hier gibt's nichts. Hier hätte man auch was verstecken können. Naja, jedenfalls bedanke ich mich fürs Gucken. Und wem es gefallen wusste, Daumen nach oben und Kommentare nicht vergessen. Sehen Sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush oder Wicked hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Also Wiedersehen und Tschüss, Leute. Now you know